Mein Name ist Jack Young und ich laufe hier im Nirgendwo. Ich befinde mich in einer Situation, in der eigentlich gar keiner sein möchte. In ein Land zu sein, was man nicht kennt. Ich wurde hierhin versetzt, weil ich Reporter bin und über die Militärmacht berichten soll. Das habe ich auch versucht. War in einem Bunker, habe dort eine Woche lang genächtigt. Aber als ich keinen Kontakt zur Außenwelt hatte, bin ich dann selber rausgekommen und sah nichts. Wie ihr seht, ich sehe nichts. Und ich frage mich, was ist passiert. Jetzt stehe ich vor einem Schild. Verdammt, ich kann die Scheißsprache noch nicht mal. Wie soll diese Stadt denn hier heißen? Ich weiß ehrlich nicht, wo ich bin. Hallo, ist hier wer? Hallo. Und nicht nur, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Nein, ich vermisse auch meine Tochter. Ich suche meine Tochter, die eigentlich in ein Hotel warten sollte auf mich. Sie war nicht da. Es war keiner da. Und verdammt, ich rede mit mir selber. Meine Gedanken fressen mich schon auf. Hallo, ist hier wer? Mein Name ist Jack. Jack Young. Hier muss doch irgendeiner sein. Doch hier wartete ich auf eine Antwort vergebens. Ich stellte mir echt die Frage, wo sind all diese Leute hin? Eine Riesenstadt und keiner ist da. Was ist hier passiert? Verdammt. Ein Mensch in einer großen Stadt. Alleine. Das ist echt unbehaglich. Selbst dieser Einkaufsladen sieht nicht unbedingt einladend aus. Kaum Ware. Eigentlich nichts. Was finde ich da? Ein Rucksack. Ein Kinderrucksack. Naja, besser als gar nichts. Denn meine Sachen waren irgendwie im Hotel nicht zu finden. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Ich falle langsam vom Glauben ab. Und ich habe auch Angst, verrückt zu werden. So viele Schicksalsschläge, die ich schon hinter mir habe. Eine Frau verloren. Jetzt wird mein Kind vermisst. Und irgendwie fühle ich mich einsam. Man läuft durch diese Stadt und hört Geräusche und sieht aber keinen. Werde ich verrückt? Oder was ist das? Nach einem langen Fußmarsch und das ohne Erfolg, ohne mit einer Person gesprochen zu haben, suche ich Rast. Ich wäre aber nicht Jack Young, der Journalist, wenn er nicht irgendwann herausfinden würde, was hier passiert ist. Aufgeben, das ist für mich keine Option. Alleine schon für meine Tochter, die ich endlos liebe. Ich werde sie irgendwie finden. Ich hoffe, dass ich überhaupt jemanden finde. Ich hoffe, dass ich Antworten finde. Und ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Denn hier stellte ich mir die eine Frage: Wie lange kann ich das durchhalten?